Dieses Gadget ist perfekt für den Winter. Es ist eine beheizbare Computermaus. Und so sieht die Maus aus, nachdem wir sie aus der Verpackung geholt haben. Ganz klassisch finden wir oben die beiden Tasten, außerdem noch ein Mausrad. Das Besondere an dieser Maus ist aber die Heizfunktion und diese lässt sich über dieses kleine Heizpanel einstellen. Je nach Einstellung erwärmt sich die Maus dann später auf bis zu 40 Grad. Ich habe die Maus jetzt einfach einmal an den Computer angeschlossen. Übrigens, das kleine Mausrad auf der Oberseite wird noch mit einer orangenen LED beleuchtet. Das Heizpanel zeigt nun an, dass es aktiv ist. Ich habe das Ganze auf Hot gestellt, um zu demonstrieren, wie heiß die Maus wirklich werden kann. Um zu demonstrieren, dass die Maus wirklich warm wird, werde ich nun einmal die Temperatur auf der Oberseite messen. Schon nach den ersten 2 Minuten hat sich die Maus deutlich erwärmt. Und nach weiteren 2 Minuten ist die Maus an ihr Limit gekommen. Bei einer Temperatur von 41 Grad kann man beruhigt mit der Maus arbeiten. Man verbrennt sich nicht die Hände und die Maus hört auch automatisch auf weiter zu heizen, sobald sie die Grenze von 40 Grad überhöht hat. Kommen wir jetzt zum Fazit von der beheizbaren Computermaus. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Gadget. Leider hat mich die Heizfunktion etwas enttäuscht. Nur der hintere Bereich der Maus wird erwärmt. Die beiden Seitenteile und die Tasten bleiben leider kalt. Vom Design und von der Verarbeitung konnte mich die Maus jedoch sehr überzeugen. Es macht Spaß, mit ihr zu arbeiten und mit einem Preis von 21,99 € ist sie auch nicht gerade teuer. Ich kann dieses Gadget allen weiterempfehlen, die im Winter oft kalte Hände haben, wenn sie am Computer arbeiten müssen.